So, schönen guten Abend. Jetzt hatte ich mich doch mal durchgerungen, mal was zu sagen, was mir eigentlich schon die ganze Zeit oder seit einer Woche auf den Nägeln brennt. Und zwar habe ich Post bekommen von Amtsgericht Chemnitz, und zwar ein Strafbefehl und gegen Volksverhetzung. Man muss sich mal vorstellen, ich werde beschuldigt, praktisch Volksverhetzung begangen zu haben, weil ich die Ungeimpften, die zurzeit sind oder so wie die behandelt werden, mit den Jahren 1933 verglichen habe, beziehungsweise Parallelen gesehen habe oder wo man Parallelen ziehen kann, wie ich gesagt hatte. So, das Ganze ist auf den Schillerplatz basiert und nicht auf den Richard-Daubner-Straße. Das ist ja schon mal der absolute Wahnsinn. Also es sind noch viele, viele andere Sachen, die überhaupt nicht stimmen hier. Aber das werden wir über Gericht erklären. Aber das ist das, was ich auf jeden Fall mal machen wollte. Dort Gesicht zeige und auf etliche Sachen hinweise, die hier aber richtig gewaltig schief laufen. Deswegen mache ich ja auch Videoaufnahmen. Ein Glück, dass ich über die ganze Zeit, also die ganze, zumindest die betroffene Zeit, ein Video gemacht habe. Und das ich auch habe und das natürlich auch zur Verfügung stelle, wenn es vor Gericht kommt, und ich gehe mal davon aus, im Ganzen habe ich 14 Tage Zeit für einen Widerspruch, und jetzt ist noch eine Woche, und diese Frist ist natürlich sehr, sehr kurz gehalten, und das Strafmaß, das steht natürlich fest, 90 Tagessätze, was im Prinzip geschätzt ist, mein Einkommen, eine Geldstrafe insgesamt von 4.500 Euro wegen Volksverhetzung. Wenn wir das, oder wenn die Leute, die mich hier angezeigt haben und angeschwärzt haben, es ehrlich meinen würden und ich mich für eine Minderheit einsetze, wo ich auch selber mit betroffen bin, also Ungeimpfte, das vergleiche, könnten die eigentlich froh sein, dass sich Leute für eine Minderheit einsetzen, auch als Stadtrat oder als Journalist mit meinem Presseausweis, könnten die froh sein, dass man was ansprechen kann, was im Prinzip eine Minderheit die da belastet wird, beziehungsweise denunziert wird oder ins schlechte Licht gerückt werden. Also die eine Dame in dem Video hat es ganz gut erklärt. Und da hat die was von Afrika gesagt, und da hat die Journalistin sofort eingehackt und das gleich weg. Also nicht so richtig wahrhaben wollen oder abgelenkt von der Sache. Es könnten ja noch ein paar Leute aufwachen, die eventuell das hören. Also es sind ja sehr viele Ungereimtheiten, aber die gibt es ja bei dieser Journalistin, zum Beispiel Frau Meier von Stern.tv, die dort, sagen wir mal, sicherlich dort mit involviert ist. Wer da richtig hundertprozentig dahinter steckt für diese Anzeige, werden wir sicherlich noch rausbekommen, oder ich werde es noch rausbekommen, denke ich mal. Aber das sind so viele Sachen, die mir in den Mund gelegt werden, wo ich nicht eine Silbe gesagt habe. Also im Prinzip wird mir in dieser Sache Volksverhetzung unterstellt, dass ich einen Holocaust leugne. Nie und nimmer würde mir so etwas einfallen, wird mir aber einfach in die Schuhe geschoben, wenn ich im Vergleich mit 33 ziehe. Oder die 12 Jahre Nazi-System verherrlichen würde. Mit keiner Silbe habe ich dies getan. Also das ist eine Schande vorm Herrn, was hier abgeht in diesem Land, in diesem System.
Das ist Wahnsinn. Der Hauptgrund natürlich wird auf jeden Fall sein, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass ich mundtot gemacht werden soll, weil bestimmten Leuten das nicht gefällt, wenn ich die Wahrheit und bestimmte Vergleiche, was auch jüdische Mitbürger sofort schon oder schon längere Zeit gesagt haben, weil die Leute haben es im Blut, weil die Familien dies schon mal erlebt haben. Muss man sich mal vorstellen, und wenn man, wie gesagt, wenn die Leute, die hier einen anzeigen oder hier einen Strafbefehl anfertigen, es ehrlich meinen, müssten die Leute doch noch froh sein, wenn ich als Stadtrat für eine Minderheit mich einsetze, ob das jetzt ist oder damals gewesen wäre, spielt im Prinzip gar keine Rolle. Aber da sieht man, sie meinen es nicht ehrlich, weil dann dieser Vergleich mit einer Volksverhetzung nichts und nimmer nichts zu tun hat. Also das wollte ich heute mal loswerden. Es hat mir schon die ganze Zeit auf den Nägeln gebrannt. Und ja, was natürlich damit auch erreicht wird, die Leute werden mürbe gemacht, mundtot gemacht. Und eine Sache noch, hier steht sogar drin, dass die wissen ganz genau, dass mein Kanal gelöscht worden ist. Und das ist jetzt eine Hypothese von mir, wie gesagt, meine Meinung. Könnte das sein, dass mein letztes Brückengespräch, warum mein YouTube-Kanal gelöscht worden ist, nicht der wahre Hauptgrund war? Könnte das sein, dass es vielleicht das Video war, weil ich habe mein Video komplett laufen lassen für die ganze Zeit, wo Stern.tv dort Interviews geführt hatte. Also man sieht, zu welchem Zeitpunkt ich dort mit rein bin und hatte vorher noch was gesagt. Also dieses Video existiert. Das werde ich natürlich schön aufbewahren und verteilen. Vielleicht nehme ich das auch nochmal mit auf meinen Zweitkanal, dass man dort auch nochmal Zugriff hat für diesen Wahnsinn und könnte dann eventuell noch den Link von dem, was wirklich gesendet worden ist, von Stern.tv sehen und das mal nebeneinander laufen lassen bzw. nacheinander anschauen. Es ist sehr interessant, weil man genau weiß, dass mein Video schon komplett, weil ich ja nur vorher was, da habe ich noch gar nicht gewusst, dass überhaupt Stern.tv irgendwo unterwegs ist oder irgendwelche Videos macht, von da schon zusammen, also davon hier in diesem Papier drin steht, was ich zu dem Zeitpunkt des Interviews gar nicht gesagt habe. Also Wahnsinn. Und wie gesagt, die Straße, Richard-Dauber-Straße, es war mitten auf dem Schillerplatz. Also Frau Meier vom Stern.tv und von Leuten, die hier natürlich dort für dieses verantwortlich ist. Also nichts anderes, man will mich mundtot machen, aber ich denke mal, das klappt nicht. Patrioten, wenn sie merken, oder ich mache das ja im Prinzip, weil ich an Gerechtigkeit glaube, und Patrioten oder Leute, die zigmal mitbekommen haben, dass in diesem System, in diesem Lande, es nicht sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun hat, muss ich sagen, und habe das natürlich auch öfters am eigenen Leibe gespürt. Und dort ist man natürlich immer misstrauisch, also man hat ein gesundes Misstrauen, und mit einem gesunden Misstrauen hinterfragt man ja vieles. Und da kommt man auf viele, viele Ungereimtheiten, die uns bestimmte Leute hier für Gold oder sonst was verkaufen wollen. Es ist aber kein Gold. Ja, also das ist Wahnsinn, was hier passiert. Und ja, also das wollte ich auf jeden Fall mal losbekommen. Und
heute vielleicht doch eine ganz gute Idee jetzt, dass ich das noch heute Abend zum Sonntagabend noch gemacht habe. Ich werde dann sicherlich das Video nochmal auf dem YouTube-Kanal und auch auf Telegram mit verbreiten. Ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und eine Frist von 14 Tagen ist auch relativ kurzfristig einberäumt, aber das ist eben so hier in diesen Sachen, weil der Staat braucht Geld und 4.500 Euro mal schnell mal so für fast lau mal einzustecken, weil man irgendwas jemanden unterschieben kann, was ich nie gesagt habe. Und unter einer Meinungsfreiheit, wir haben in der Schule Geschichtsunterricht gehabt. Und da sollte eigentlich Gerechtigkeit gewaltet werden und das mittels Gericht. Aber was wird gemacht? Mittels Gericht habe ich auch etliche Sachen. Wenn eine Altersvorsorge von 32.000 Euro geklaut wird, im Prinzip von einer Firma, die in Deutschland überhaupt gar keine Erlaubnis hat, das zu tätigen. Und wenn man dort gerichtlich einzieht, da wird das Opfer, also ich, noch verhöhnt. Und die Verbrecher, die wahren Verbrecher, die gehen leer aus. Da passiert nichts. Sowas habe ich im Prinzip schon hinter mir. Und jetzt geht die Sache weiter. 4.500 Euro für nichts. Für einen Vergleich, wo man auch früher in der Schule Geschichtsunterricht hatte. Und dann muss man doch auf jeden Fall in der Meinungsfreiheit auch sowas da drin haben. Und noch einmal, die Leute, die sowas schreiben bzw. jemanden anzeigen, wenn die es ehrlich meinen, müssten sie froh sein, wenn es Leute gibt wie mich, die sich für Minderheiten einsetzen. Ob selber betroffen oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Aber da sieht man, sie meinen es nicht ehrlich. Und was ist schon Ehrlichkeit in dieser Welt, in diesem System, in diesem Deutschland, im besten Deutschland aller Zeiten, welches uns vorgegaukelt wird. Absoluter Wahnsinn und der absolute Hohn. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend und auch einen schönen Wochenstart, arbeitstechnisch und auch freizeittechnisch, die im Urlaub sind oder die in der glücklichen Lage sind, nicht mehr arbeiten zu müssen, die Rente haben. Macht's schön gut und man hört und sieht sich morgen natürlich wieder beim Spazierengehen in Chemnitz. Tschüss!